Und ich habe vorher schon gesagt, wir haben es immer dann auf dem Laptop laufen lassen. Da hört jeder von uns einen Laptop. Und irgendwann war uns klar, wir brauchen den Server. Und dann sind wir mal, haben wir all unser Geld zusammengelegt, sind zum Mediamarkt gefahren, haben uns einen Server gekauft. Also das war eigentlich der erste, wie soll man sagen, Gegenstand von Zelonis. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche. Herzlich willkommen zum Chefgespräch. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Heute spreche ich mit einer der großen Tech-Hoffnungen Deutschlands und manche orakeln, dass dieses Unternehmen ein zweites SAP werden könnte. Ich spreche mit Bastian Nominach von Zelonis. Das ist das einzige Dekakorn in Deutschland, also ein Startup, das von Investoren mit über 10 Milliarden Dollar bewertet wird. Inzwischen sind es sogar 13 Milliarden. Ja, und mein heutiger Gast hätte auch gut und gerne die Bäckerei seiner Eltern im bayerischen Forstern übernehmen können, die seit über 100 Jahren im Besitz der Familie war. Er hätte auch einfach nur ein normaler Berater bei McKinsey werden können, das war mal sein Berufswunsch, oder ein guter Projektmanager für den bayerischen Rundfunk. Denn über ein Projekt beim Öffentlich-Rechtlichen kamen die drei Zelonis-Gründer zu ihrem Heureka-Moment. Mehr dazu gleich. Was ist Zelonis? Das Münchner Unternehmen ist ein Spezialist für das sogenannte Process Mining. Hinter dem Schlagwort verbirgt sich einer der großen Tech-Trends. Beim Process Mining werden alle Daten eines Unternehmens durchleuchtet und sichtbar und verstehbar gemacht. Eine Art Röntgengerät für Unternehmensdaten, so haben es die Gründer einmal ausgedrückt, oder ein Google Maps für Firmenprozesse. Zitat, da kann man sich auch die ganze Welt anschauen oder eben auf einzelne Städte oder Stadtteile zoomen. Ja, und inzwischen nennt Zelonis sich Weltmarktführer im Bereich Execution Management, hat über 3000 Mitarbeiter und ja rund 5000 Projekte oder Implementierungen. Herzlich willkommen, Bastian Nominacher. Ja, super. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und ich freue mich sehr aufs Gespräch. Hand aufs Herz, diese Journalistenfrage und Story mit der Bäckerei der Eltern, nervt die eigentlich langsam? Bin da eigentlich auch ganz stolz drauf, also wirklich auf Basis des Unternehmertums das zu lernen und umzusetzen. Natürlich ist es ganz griffig, von Bäckerei, vom Brötchenbacken zur Softwareentwicklung das mitzumachen, aber ich sehe es auch wirklich als eine Chance, darüber zu sprechen, wie es eigentlich Unternehmertum in den verschiedenen Bereichen sich entwickeln kann und was man da gelernt hat. Kannst du überhaupt backen? Leider nein. Das war auch einer der Gründe, warum ich recht schnell in den Softwarebereich gegangen bin. Mir war das immer schon klar. Habe schon in der elterlichen Bäckerei mich eher daran da fokussiert, die IT, die Verwaltung und andere Dinge zu machen. Also die Kassensysteme sozusagen. Ja, die Kassensysteme. Da gibt's auch ganz spannende Daten. Aber gibt's aus der Kindheit dann so Erinnerungen an die Backstube, an bestimmte Gerüche oder an so Mehlstaub oder irgendetwas? Ist natürlich toll, wenn man in so einer Bäckerei aufwächst, wenn morgens das Brot gebacken wird, der frische Duft, wenn gerade so eine große Menge Bauernbrot quasi aus dem Ofen kommt oder wenn die Kunden dann reinkommen, das ist immer toll. Und gerade natürlich zu den großen Weihnachten, Ostern, wenn da natürlich auch speziell gebacken wird, das war immer tolle Erfahrungen und das würde ich nicht missen wollen. Musstest du dann auch immer so manchmal auch um 3 Uhr mit aufstehen und anpacken? Ja, gerade jetzt, gerade vor Feiertagen oder wie gesagt an Weihnachten, Ostern oder anderen Tagen, wo sehr, sehr viel los ist, da muss die ganze Familie mithelfen. Dann ist man aufgestanden, ich kann nicht backen, aber dann hilft man bei allen Hilfstätigkeiten, liefert die Brote aus, alles, was eigentlich notwendig ist. Und ich glaube, das Anpacken, das hat mir ja Spaß gemacht, da wirklich mitzuhelfen und zu sehen, was da wirklich geschieht. Du stammst ja aus Forstern, das ist eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Erding, hat so rund 3700 Einwohner, sehr landwirtschaftlich geprägt, also so 3 Dutzend landwirtschaftliche Betriebe und ist so ein bisschen so alles in Ordnung und heile Welt. Die Gemeinde listet auf Wikipedia sogar säuberlich ihre Steuereinnahmen auf. Die Gemeindesteuereinnahmen lagen 2016 bei 4,1 Millionen, also wirklich so deutsches Idyll. Bist du da ab und zu noch zu Hause oder bist du jetzt gedanklich in München oder schon im Silicon Valley? Nein, mir ist es ganz wichtig, da den Kontakt zu halten. Natürlich lebe ich mittlerweile in München, wo Zelonis natürlich den Hauptsitz hat und viele Zelonauten sind. Aber glücklicherweise ist es ja nicht so weit, auch in die Heimat rauszufahren und da mit den Freunden was zu unternehmen. Dieses Wochenende haben wir noch ein Grill-Event. Und ich glaube, es ist ein schöner Ausgleich im Vergleich zur Arbeit, weil natürlich auch sehr viel Energie, Zeit reinsteckt und sich da auszutauschen. Auf so einem Dorffest der Freiwilligen Feuer, so mit so einem Maß in der Hand, wenn dann die Frage kommt, sag mal, Basti, was machst du da eigentlich? Was antwortest du da?
Oh, was ich da mache, ich erkläre, was Process Mining ist. Das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema. Ich weiß es nicht ganz so einfach zu erklären, aber wenn man ein bisschen quasi dann das in den Kontext bringt, ein ganz tolles Beispiel, das ich finde, ist eigentlich, was die Lufthansa mit unserer Technologie macht, wo die Process Mining einsetzen, um das Ground Handling zu optimieren. Also man muss sich so vorstellen, wir sind ja dieses Röntgengerät, das du vorher angesprochen hast. Unser Flugzeug hat ganz viele Datenspuren, wenn es auf die Landebahn aufsetzt, wenn es zum Gate hinfährt. Und was wir mit Celonis machen, wir nehmen diese ganzen Datenspuren, machen die sichtbar, wirklich wie der Prozess abläuft, und damit können dann die Gate-Controller, die verantwortlichen Piloten wirklich sehen, wo sie stehen, und damit natürlich dann auch optimieren, weil wir natürlich die Wartezeit kurz möglichst halten, dass zu keine Verzögerung kommt. Gerade das erste Flugzeug muss unbedingt pünktlich starten, weil sonst man den ganzen Tag das Ganze macht. Und da rede ich dann drüber und versuche das zu erklären. Und je nach Interesse des Gesprächspartners ist es ein bisschen tiefer oder entsprechend nicht. Da würde ich das gerne gleich nochmal vertiefen. Kann ich übrigens ein Lied von singen? Ich muss irgendwie, wenn ich morgens am Montagmorgen von Berlin nach Düsseldorf fliege, 6.40 Uhr, diesmal pünktlich, aber am Donnerstag zurück, da ist die Maschine meistens verspätet. Und wahrscheinlich ist das so eine Verzögerung, die sich morgens aufgestaut hat. Aber vielleicht nochmal zurück zu Ihrer Kindheit. Werden Sie da eigentlich so gefeiert in Ihrer Gemeinde, wo man einfach sagt, Mensch, der hat da was Riesiges aufgebaut? Also gibt es solche Gespräche, wenn Sie da zu Hause sind? Ich würde nicht sagen gefeiert. Natürlich ist das, glaube ich, schön, wenn sich da was sowas entwickeln kann. Und gerade auch, es gibt viele, die da in dem Bereich auch eigentlich, Forstern ist eine ländliche Gemeinde, aber sehr viele, die auch in München arbeiten, die ja wirklich im Technologiebereich arbeiten, und zu sehen, was sich da entwickeln kann. Wir hatten eigentlich immer schon eine relativ aktive Community. Ich habe damals schon gestartet, mit ein paar Freunden LAN-Partys zu organisieren, wo wir Computerspiele gespielt haben, und mit denen bin ich immer im Austausch. Und die freuen sich natürlich auch zu sehen, wie sie so eine Technologie entwickelt haben. Und die waren ja seit Anfang an dabei und haben das begleitet, als wir damals noch beim Bayerischen Rundfunk gestartet haben und dann diese ganzen Wellen der Technologie gesehen, als wir es anfangs dann noch on-premise hatten, wie sich es weiterentwickelt hat. Da hat man natürlich nie gedacht, dass es eine Technologie sein kann, die von tausenden Unternehmen weltweit eingesetzt wird. Das heißt, Sie hatten immer dieses Interesse an IT und haben schon als Kind da auch viel, viel so dran rumgebastelt. Absolut, also das war von mir. Und vorher die Frage, ob ich backen kann ich nicht, aber ich hatte diese Passion, und gerade mein Vater hat das eigentlich wirklich geweckt. Wir haben dann oft wirklich da gebastelt. Damals war ja noch sehr viel auch im Hardware-Bereich, also wirklich selbst Systeme zusammengebaut. Ich habe noch so eine 10-Megabyte-Festplatte, die ist ungefähr so 15 Kilo schwer, wo wir dann auf dem 888, also die vorherige Generation der Intel-CPUs, gebaut haben, auch programmiert und Dinge umgesetzt. Da wirklich diese Passion und was man dann da umsetzen konnte. Und das war eigentlich die Grundlage, wo ich da schon viel programmiert habe, schon vor dem Internet, also was noch die Mailboxen gab und ähnliche Themen. Und da wirklich eigentlich gesehen habe, man kann so viel gestalten und es gibt so viele spannende Themen, und das hat mich eigentlich in das Feld reingebracht, und das ist, was mir auch heute noch begeistert ist, dass eigentlich ständig diese Innovation sich weiterentwickelt. Natürlich jetzt auf einem ganz anderen Level, als das damals war mit den Modems und dem 888er CPU. Ja, das kennt man auch, das gute alte Modemgeräusch. Du hast ja Finanzwirtschaft studiert, Computerwissenschaft und Management an der TU München bis 2010. Und dann gab es dieses Projekt mit deinen Co-Gründern Alexander Rinke und Martin Klenk, tatsächlich für den Bayerischen Rundfunk. Das klingt ja erstmal so ganz komisch, aber erzähl doch einfach mal, was habt ihr da gemacht? Weil das ist ja eines sozusagen auch dieser Gründungsgeschichten oder Gründungsbestandteile von Celonis. Ja, also das war wirklich eine tolle Gelegenheit, die wir da hatten. Also das Ganze kam zustande im Kontext der studentischen Unternehmensberatung Academy Consult in München, wo Martin, Alex und ich Mitglieder waren. Und wir hatten dann ein Projekt für den Bayerischen Rundfunk. Und der IT-Leiter dort hatte die Herausforderung, dass der IT-Service-Prozess, also wenn zum Beispiel ein Drucker nicht funktioniert oder ein Passwort zurückgesetzt werden muss, sehr lange gedauert hat. Über 5 Tage durchschnittliche Lösungszeit. Das geht natürlich bei einem Medienunternehmen nicht. Gerade wenn man auf Sendung geht, muss es eigentlich möglichst schnell wieder repariert werden. Und hat uns da um Hilfe gebeten. Da kamen wir rein mit den klassischen Methoden, die ein Berater macht. Interviews, Workshops, Brown Paper Sessions. Und haben versucht, wirklich einzufinden, warum dauert das so lang? Und wie können wir das optimieren? Wir wollten auf mindestens unter einem Tag kommen, also unter 24 Stunden Lösungszeit. Und sehr schnell haben wir gesehen, diese klassischen Methoden, damit können wir das nicht erreichen. Wir fragen 10 Mitarbeiter, wir kriegen 12 verschiedene Meinungen. Das ist nicht sehr akkurat.
Aber wir waren ja alle recht technisch. Und was wir gesehen haben, alles, was da passiert, ist wirklich gespeichert in den IT-Systemen. Also da gibt es einen Zeitstempel, da gibt es eine Aktivität. In dem Fall war das ein Remedy-System auf einer alten Oracle-Datenbank. Und das haben wir kombiniert mit der unserer Kenntnis aus der Forschung. Wir hatten da schon erste Paper von Will van der Alst, einem holländischen Professor, gelesen über sogenannte Proto-Mining-Algorithmen, die genau das machen, eigentlich diese Datenspuren sichtbar machen, also diese Röntgengerät-Funktionalität. Und dann haben wir uns einfach hingesetzt, 3 Monate in meiner Wohnung, haben die erste Version von Celonis entwickelt. Noch ganz einfach, nicht was man heute sieht, wo Milliarden Datensätze live analysiert, sondern man musste die Daten von Hand vorformatieren. Es lief eine Stunde bei uns auf dem Laptop, der hat dann nicht so viel Rechenleistung, und haben dann ein Bild bekommen. Und dann haben wir ungefähr 300 Bilder erzeugt, das hat ein bisschen gedauert, und sind dann damit wirklich hin, haben einen Workshop gemacht. Die waren so begeistert, weil die dann gesehen haben, hey, da gibt's die Probleme, da fehlen zum Beispiel da sind die Zugriffsrechte unklar verteilt zwischen den Administratoren, deshalb dauert es immer sehr lange, bis so ein Thema gelöst wird, da wird es in den falschen Kanal eingespeist. Und dann kommt man das wirklich angehen. Wir könnten die ganzen Problemstellungen adressieren und haben es geschafft, von über 5 Tagen auf unter einen Tag das zu reduzieren. Und das war toll, gerade zu sehen, wie begeistert die waren. Und auch der Bayerische Rundfunk hat dann einfach gesehen, das ist eine sehr, sehr wichtige Technologie und die würden es gerne einsetzen. Und das hat uns dann wirklich auch dazu motiviert, Celonis als Unternehmen zu gründen. Das heißt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat geholfen, eines der großen Tech-Hoffnungen Deutschlands mit an den Start zu bringen. Ja, das muss man so sagen. Klingt ungewöhnlich, aber muss man hier absolut anerkennen. Aber wann hat es bei Ihnen, also das war ja ein Projekt noch, Sie waren Studenten, Sie haben das in Ihrer Wohnung gemacht. Wann hat es bei Ihnen so Klick gemacht, wo Sie gemerkt haben, das ist unser Startup, da machen wir eine Firma draus? Ja, guter Punkt, da habe ich ja lang drüber nachgedacht und eigentlich einen Moment. Und zwar, also wir haben das Projekt gemacht und haben uns damit beschäftigt und bevor ich schon gesagt, wir haben es immer dann auf dem Laptop laufen lassen. Das hat ja jeder von uns einen Laptop und irgendwann war uns klar, wir brauchen den Server. Und dann haben wir all unser Geld zusammengelegt, sind zum Mediamarkt gefahren, haben uns einen Server gekauft, also einen großen Computer, wenn man eigentlich drüber spricht. Das war eigentlich der erste, wie soll man sagen, Gegenstand von Celonis, das ganze Starten. Das ist eigentlich der Punkt, wo uns klar war, hey, wir haben jetzt da was Gemeinsames, wir sehen das und dann eigentlich, als dann wirklich konkret wurde, nach dem Projekt haben wir sehr schnell per Empfehlungen mehrere andere Unternehmen, die auch davon interessiert waren. Dann hat sich das eigentlich wirklich entwickelt. Wir hatten ja am Anfang was schwierig oder man da keine Investoren bekommen, weil die natürlich sagen, hey, für so eine hochkomplexe Enterprise-Software-Technologie 3 junge Studenten, einerseits im Vertrieb und der Technologie, das wird nie klappen. Aber wir haben dann einfach weitergemacht, Kunde bei Kunde, sind durch die Republik gefahren, haben das vorgestellt, haben unsere Systeme installiert und auch ständig das weiterentwickelt. Der Alex und ich waren da sehr viel unterwegs und Martin hat zu Hause dann an der Software weiterprogrammiert und wir haben dann immer neues Feedback geliefert, was jetzt die Kunden brauchen, welche Funktionalitäten und dabei, ich glaube, auch sehr stark die Grundlage geschaffen, weil wir schaffen ja eine neue Kategorie von Software. Wir mussten aus den verschiedenen Forschungsbereichen Dinge einbringen, aus dem Bereich der Datenbanktechnologie, aus dem Bereich der ETL, also der Extraktionstechnologie, Visualisierung, um aus dieser Grundlagenidee von Will van der Alst wirklich eine Software zu machen, die für die größten Unternehmen der Welt nutzbar ist. Kann ich da nochmal nachfragen? Sie haben jetzt diesen Namen einmal erwähnt. Also es gab diesen Professor Will van der Aals von der TU Eindhoven. Der hat praktisch, da ist von einem Process Mining Manifest die Rede. Muss man sich das vorstellen, so wie es Manifeste in der Kryptoszene gab, gab es auch beim Process Mining so eine Art, so ein Paper, was dann so sozusagen die eine Bewegung gegründet hat? Ja, also das Manifest kam ein bisschen später, aber also gerade Process Mining ist eigentlich eine Spezialdisziplin der Informatik und eigentlich angewendete AI oder Machine Learning gehen so 15, 16, 17 Jahre die ersten Veröffentlichungen zurück, gerade von Will van der Aals, gibt es ein paar andere, die da gestartet haben, in dem Bereich, die dann die ersten Algorithmen vorgelegt haben. Und da gibt es ganz bekannte, wie zum Beispiel den Inductive Miner. Und über Zeit hat sich da einfach ein gewisses Know-how aufgebaut. Am Anfang war das noch extrem theoretisch. Also selbst das Paper, was wir damals verwendet haben, da ging es noch um 300 Datensätze. Selbst der Bayerische Rundfunk hat 55.000 gehabt und die meisten unserer Kunden haben heute mehrere Milliarden. Also da ging es wirklich, das umzusetzen. Aber das hat sich entwickelt und eigentlich wirklich aus einer Grundlagenüberlegung. Und unser Ansatz war wirklich eigentlich diese verschiedenen Ideen, das Process Mining, Datenbanktechnologie und Ähnliches zusammenzubringen, sehr stark getrieben vom Kundenfeedback.
Weil es natürlich ganz was anderes ist, wenn Sie einen abstrakten Algorithmus haben, den dann auch wirklich in der Praxis nutzbar zu machen, gerade bei den sehr, sehr großen Datenvolumina. Können Sie mir nochmal erklären, was sehe ich genau? Also ich weiß ja als Nutzer, was ich sehe, wenn ich irgendwie Teams offen aufhabe. Ich weiß, was ich sehe, wenn ich Excel offen habe oder Word. Oder jetzt gerade sprechen wir hier ja auch über ein Programm. Was sehe ich genau? Also ist das wie so ein Dashboard mit so Kreisen und Diagrammen? Also auf was schaue ich, wenn ich Ihre Anwendung habe? Genau. Wenn Sie auf Celonis schauen, dann sehen Sie typischerweise als die Hauptansicht den echten Geschäftsprozess. Also wie wird eigentlich in meinem Unternehmen wirklich gearbeitet? Wenn Sie schon mal so ein Geschäftsprozessdiagramm gesehen haben, zum Beispiel, wie wird so ein Flugzeug abgefertigt? Oder wie wird zum Beispiel in der Fertigungslinie von BMW ein Auto hergestellt? Was gibt es da für verschiedene Abweichungen? Mittlerweile sind die Visualisierungen sehr stark weiterentwickelt. Da gibt es auch Dashboards. Da kann ich das dann auch wirklich mit einer AI entsprechend anzeigen. Was sind die nächsten Schritte? Wie kann ich das Ganze mit optimieren, aber der Kern ist eigentlich wirklich jeden Tag live zu sehen, was passiert bei mir im Geschäft. Und das ist eine ganz andere Art, ein Unternehmen zu managen. Deshalb sind unsere Kunden auch so erfolgreich, weil ich damit eigentlich wirklich diese, gibt ja unglaublich viele Prozessprobleme. Also allerdings unser Geschäft ist eins der spannende, wirklich zu sehen in den ganzen verschiedenen Branchen, und damit kann man die erkennen und dann auch sehr leistungsfähig adressieren. Sei das jetzt das beispielsweise damit die Zusammenarbeit mit dem Lieferanten nicht klappt, dass das System falsch eingestellt ist, vielleicht die Mitarbeiter falsch geschult sind, und die dann zu erkennen und dann kontinuierlich zu optimieren, zu verbessern, um dann schneller zu sein, kostengünstiger, höhere Compliance. Das ist eigentlich, was wir unseren Kunden dann liefern. Und mache ich das dann praktisch morgens auf meinem Rechner genauso auf, wie ich Teams öffne? Ja. Aber also nicht alle, oder? Also gerade bei den Anwendern, die das wirklich vollständig. Am Anfang war das wirklich eine Spezialisten-Analysten-Nutzung. Aber unsere Anwender, die wirklich am erfolgreichsten sind, da ist das vollständig embedded. Da hat zum Beispiel im Einkauf jemand, das sind so Category Manager, also die für eine bestimmte Kategorie von Gütern verantwortlich sind, die haben das dann da und sehen dann wirklich, wie läuft das jetzt für meinen Bereich ab und wie ist das embedded. Das ist natürlich kein operatives System in dem Sinne, wo ich jetzt die Buchungen mache, die Einkäufe mache, aber wirklich das zu überwachen. Also verstehen, wenn ich gestern was gemacht habe, wie hat sich das weiterentwickelt? Verursacht das zum Beispiel Probleme dann im Lagerhaus, wenn das ausgeliefert wird oder wenn es eingeliefert wird, das mitzumachen? Also Kunden, da geht man rein, die haben das wirklich an der Wand. Da sitzen dann 50 oder 100 Mitarbeiter, die arbeiten dann und sehen dann genau, wo gibt's eine Abweichung. Das ist für die natürlich auch super wichtig, weil gerade schlechte Geschäftsprozesse sind ein Hauptgrund für unzufriedene Mitarbeiter. Gerade wenn sie immer wieder nacharbeiten, wenn sie unzufriedene Kunden haben, das demotiviert natürlich jeden Tag. Das kennt man, wenn man irgendwie ein Ticket zieht irgendwo und dann irgendwo irgendwann Rückmeldung bekommt im nächsten Frühjahr. Vielleicht nochmal so zurück zu Ihrer Gründungsstory. Also Sie haben dieses Projekt abgeschlossen, haben gemerkt, Sie gründen oder haben beschlossen, Sie gründen diese Firma. Sie hatten 12.500 Euro Startkapital. Wie baut man dann so eine Firma auf? Also wie lange waren Sie dann in Ihrer Münchner Wohnung? Ja, genau. Also damals haben wir gestartet, also dann mit dem Mindestkapital 12.500. Für die anderen 12.500 müssten wir bürgen. Das ist ja das Minimum, eine GmbH zu gründen. Wie baut man dann die Firma auf? Also ich glaube, wir waren ganz fokussiert eigentlich auf zwei Sachen, auf unsere Kunden und auf die Technologie. Das heißt, wir haben sehr stark natürlich an der Entwicklung gearbeitet, damit das Ganze auch funktioniert, wie man das auch weiterentwickelt. Wir hatten natürlich eine mutige Vision, wie das funktionieren kann, aber das müssen wir natürlich jeden Tag dann eigentlich umsetzen, da auch dann Kollegen gewinnen, gerade aus unserem akademischen Umfeld haben wir dann die ersten Kommilitonen auch überzeugen konnten, dass die uns auch helfen und da wir gemeinsam daran programmieren, das umzusetzen. Und dann ging es um die Kunden. Also wir haben wirklich eigentlich über Empfehlungen die ersten Kundentermine bekommen und dann sind wir mit den Kunden gearbeitet, wirklich erkannt, gibt es da Probleme, Pilotprojekte, Installationen durchgeführt und sehr stark da. Und das, glaube ich, das zeichnet uns auch aus. Durch dieses Bootstrapping waren wir immer eigentlich darauf fokussiert. Es gibt natürlich viele Startup-Konferenzen oder Ähnliches. Das kam aber alles viel, viel später. Das haben wir uns eigentlich darauf fokussiert und waren dann, würde ich sagen, das erste Jahr bei mir in der Wohnung und haben auch größtenteils wir als Gründer gearbeitet und dann mit den ersten Umsätzen auch Mitarbeiter eingestellt, das erste Büro angemietet und dann sukzessive quasi das aufgebaut. Aber nochmal, man kriegt ja nicht jetzt so einen forten Termin bei Siemens oder bei der Allianz. Oder ich meine, da gibt ja ganz viele Startups, die sagen, wir haben hier ein super Tool irgendwo, wo sie effizienter werden können oder irgendein Plugin. Und wenn man da jemanden über LinkedIn anschreibt, der antwortet dann auch nicht. Also
Man hat auch gehört, Sie haben teilweise auch Briefe geschrieben. Ja, 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 da muss man natürlich innovativ sein. Wir wussten ja, also die Grundlage war ja, wir wussten was, das wirklich den Unternehmen helfen kann. Das ist die Grundlage ja jedes Geschäfts. Man braucht eine gute Value Proposition. Und deswegen war es vor allem, wie kommen wir da zu den Entscheidern? Wie können wir denen das zeigen? Und wir haben viele versucht, über Empfehlungen zu arbeiten. Das hat auch gut funktioniert, dass wir Kontakte hatten. Kommilitone von mir war beispielsweise bei Siemens, hat ein Praktikum gemacht und uns dann einfach eine Empfehlung gegeben. Weil was unsere Erfahrung war, wenn wir einmal die Chance hatten, die Software vorzustellen und die Daten des Kunden zu laden, dann waren die begeistert. Und deshalb haben wir zum Beispiel auch dann, wir haben verschiedene Marketingaktionen gestartet, mussten natürlich mit einem überschaubaren Budget haushalten, haben gesehen, da kommen wir nie durch. Aber was funktioniert hat, ist handschriftlich geschriebene Briefe wirklich an die Entscheider zu schicken. Und dann, weil wir damit wirklich die quasi die Spam-Sortierung ausschalten, wir schmeißen schon einen handschriftlichen Brief weg, das kommt meistens von der Oma oder von jemand, der quasi einem persönlich nahesteht, und haben dann einfach unsere Referenzen beigefügt und dem Vorschlag, hey, wir laden eure Daten, wir zeigen das. Und das hat sehr gut funktioniert. Über Zeit haben wir das dann natürlich professionalisiert, haben die erste Marketingabteilung aufgebaut und dann im Vertrieb Mitarbeiter angestellt, die wirklich uns auch geholfen haben, da die Kontakte zu bekommen. 2011 haben Sie gegründet. Wann wurde Ihnen klar, das kann hier groß werden? Uns war eigentlich schon von Anfang an klar, dass das extrem breit anwendbar ist. Also das war eigentlich auch der Grund, warum wir gestartet sind, weil wir gedacht haben, hey, das ist eigentlich für jedes Unternehmen in jedem Geschäftsprozess relevant. Aber man zweifelt natürlich dann immer wieder dran und sagt mal, hey, wie viele Kunden können das nutzen? Wir haben immer eine sehr, sehr mutige Vision gehabt, dass wir wirklich ja Tausende von Kunden abbilden wollen. Deswegen haben wir die Technologie auch so skalierbar entwickelt. Ich glaube, der Punkt, wo es uns dann wirklich 100% klar war, war im Jahr 2016, als wir die erste externe Finanzierungsrunde gemacht haben. Weil es natürlich eine unglaubliche Bestätigung ist, wenn jemand sagt, hey, damals das Unternehmen mit 120 Millionen Dollar bewertet, ich stecke jetzt da 27 Millionen rein, wenn wir dann auch in die USA expandiert werden, auf jeden Fall einen Inflection-Punkt. Aber wer war der Investor damals, 2016? Wir haben damals also eine Kombination aus zwei sehr, sehr erfahrene Business Angel, den Carsten Thoma, der auch Hybris gegründet hat, und den Alex Ott, der sich darauf spezialisiert hat, gerade europäische Technologieunternehmen in die USA zu bringen. Und dann Excel und 83 North, also zwei sehr, sehr gute Venture-Capital-Firmen, die das auch schon mehrfach gemacht haben, diesen Sprung über den Atlantik. Genau, also dann ging es ja wirklich Schlag auf Schlag. Also 2016 Series A-Runde gab es 27,5 Millionen, 2018 Series B 50 Millionen, 2019 Series C-Runde 290 Millionen, also die Tickets werden größer, und dann 2021 Series D 1 Milliarde Dollar. Und auch die Bewertungen stiegen natürlich dementsprechend. Wurde Ihnen da eigentlich irgendwann schwindelig? Eigentlich nicht. Wir haben ja eine sehr... Das ist auch normal. Macht, was man halt so macht, wenn man ein Startup aufbaut, ne? Man muss, glaube ich, immer da bescheiden bleiben und reflektieren, aber wenn Sie da... Es wurde vor allem einfach durch die Kunden getrieben. Also warum ja wir dieses starke Investoreninteresse wirklich erzeugen konnten, war zum einerseits der sehr, sehr große Markt und der Erfolg der Kunden. Was diese ja führenden Investoren ja wirklich machen, ist, die sprechen sehr viel mit unseren Kunden. Es ist auch sehr immer spannend in den Finanzierungsrunden. Oft machen die 20 bis 50 quasi also wirklich auch Background Due Diligence Calls, wo die dann Kunden anrufen, die darüber sprechen, und es damit zu sehen. Es kann ja im Nachhinein vielleicht schon ein bisschen schwindelig sein, aber ich habe es eigentlich nicht so empfunden. Wir sind eigentlich, ja, wir hatten einen klaren Plan, haben dann eigentlich immer dran gearbeitet, und gerade die neuen Produktversionen dann 2018, als wir unsere Cloud-Version rausgebracht haben, jetzt 2020 dann das Execution Management System, haben auch nochmal einen unglaublichen Schub gebracht. Und die Finanzierungsrunden waren immer eigentlich durch das Geschäft getrieben. Also natürlich 2016 mit dem Ziel, in die USA zu gehen, was der größte Softwaremarkt der Welt ist, damit wir da auch da wirklich weltweit die Kunden abbilden können, auch diese große Kundenbasis haben, die es uns ermöglicht, dann auch zu investieren in die Plattform. Und dann in den nächsten Phasen eigentlich wirklich auch die Ressourcen zu haben, um mutig weiterhin die Technologieplattform weiterzuentwickeln und auch diese Infrastruktur für die Kunden auf der ganzen Welt zu schaffen. Aber trotzdem, wenn das so Schlag auf Schlag geht und wenn man merkt, die Bewertung steigt ja immer, gleichzeitig arbeitet man natürlich immer am Produkt. Aber gab es so einen Punkt, wo Sie auch mal gesagt haben, so, ich leiste mir jetzt mal was? Also Sie müssen ja sehen, die Bewertung, das ist ja noch nicht materialisiert. Ich weiß, Bewertung ist keine Überweisung aufs Konto, aber trotzdem, irgendwann hat man das Gefühl, oder haben Sie sich da irgendwann mal reich gefühlt?
ich würde nicht sagen reich gefühlt. Ich glaube, es ist ein tolles Gefühl für die, also für die ganze Zellonauten als eine Anerkennung. Also wirklich zu sehen, man kann eigentlich, was das so eine Relevanz hat und natürlich, wo man Zugriff auf so viele Ressourcen hat. Für mich ist es eigentlich wirklich das Spannende. Man kann natürlich als Unternehmer viel breiteren Themen anzusetzen. Wir können heute, wenn wir eine gute Idee haben, 50, 100, 200 Ingenieure darauf einsetzen, die das Ganze mit umsetzen. Aber es ist auch natürlich eine unglaubliche Verantwortung, die man da hat, weil natürlich viele Mitarbeiter, Menschen und auch Ressourcen davon abhängen. Aber jetzt sind Sie ein bisschen ausgewichen. Haben Sie sich was geleistet irgendwann mal? Eins habe ich mal geleistet. Und zwar, ich bin ein ganz großer ich weiß nicht, ob Sie die Apollo-Mission kennen, aber das ist, da gibt es eine ganz, ganz coole, also ich stehe ja insgesamt auf Technologie, klar als Technologieunternehmer, und zwar, da gibt es eine ganz spezielle Uhr, die quasi im Weltall auch noch weiterhin funktioniert, die von Omega entwickelt wurde. Eigentlich war mein Ziel, ich habe sie ja damals in der Apollo-Mission genutzt, und war mein Ziel damals, irgendwann mal zu kaufen, wenn ich als Angestellter arbeite. Das hat natürlich dann geklappt. Und damals quasi nach der Series A-Runde war es ein Traum, den ich erfüllt habe. Aber ansonsten bin ich eigentlich sehr stark auf mein Geschäft fokussiert und das weiter damit aufzubauen. Aber das ist eine coole Technologie, weil es, glaube ich, auch zeigt, wenn man wirklich was entwickeln kann, das in dem Fall die Uhr zum Beispiel noch bei über 10G akkurat läuft, das ist einfach eine Technologie, die mich beeindruckt und was man dann sich schon immer was gönnen kann. Sie haben immer von Zelonauten gesprochen. Also wie kamen Sie eigentlich auf diesen Zelonis-Namen? Wie kommen wir auf den das ist, wenn Sie natürlich eine Firma gründen, braucht man einen guten Namen, der idealerweise sehr, sehr lange erhält. Und haben wir viel uns angeschaut. Und wir sind dann auf Zelos gekommen, den griechischen Gott des Strebens und des Eifers. Weil wir einmal nach dem Besten gestreben, also gerade für unsere Kunden gestroben sind, wenn man das so sagen kann. Und der Name wurde dann so entwickelt, quasi wir haben hinten noch NES angefügt, damit es einfach ein viel besserer Fluss ist. Und ursprünglich war es vorgesehen, das Ganze Zelonis mit Z zu nennen. Aber kurz vor der Gründung, als wir dann zum Weg zum Notar waren, haben wir das noch angepasst, weil die Nina, die Schwester von meinem Mitgründer, dem Alex, uns gesagt hat, hey, wenn ihr das Z da vorne habt, dann seid ihr immer der Letzte auf jeder Liste. Und aus dem Grund wurde dann das Z in den Zelonis entsprechend geändert, was dann dazu geführt hat, dass wir erstmal nicht die Zelonis.com-Domain hatten, weil die uns weggegrabt wurde. Mittlerweile haben wir sie dann wieder zurückkaufen konnten, aber das war die Story. Ich bin ehrlich gesagt sehr glücklich damit, weil das ein Name ist, der greifbar ist, aber auch das ausreichend abstrakt und wir waren eigentlich über sehr, sehr lange Zeit zufrieden und mussten uns nie darüber Gedanken machen, was irgendwie anpasst oder umsetzt und hat sich natürlich jetzt, glaube ich, ganz gut etablieren können und funktioniert auch von Japan bis USA in eigentlich fast jeder, also wir haben bisher noch kein Land, wo es nicht griffig ist. Ihr habt ja viele Unternehmen auf eurer Website und ich würde das ganz gerne neben der Lufthansa vielleicht nochmal so ein bisschen plastisch machen. Da ist zum Beispiel Edeka oder Rational. Kannst du das nochmal erklären, was ihr da konkret macht? Ja, da gibt es ganz viele. Also greif vielleicht mal ein, wo ich ja begeistert davon bin. Bin da selbst in der Betreuung des Kunden sehr, sehr aktiv, weil wir natürlich auch schuld sind, so ein Unternehmen des Kunden haben, ist BMW. BMW hat sich schon sehr früh mit der Zelonis-Nutzung gestartet, in einem ja ganz spannenden Bereich, und zwar außerhalb eigentlich dieser IT-systembetriebenen Daten in den Produktionsstraßen und da auf einer Lackierstraße wirklich zu analysieren, wo gibt es sogenannte Lackierfehler. So ein Lackierfehler ist relativ teuer, es kostet gleich ein paar tausend Euro, wenn das nochmal gemacht werden muss und kommt immer wieder vor, gerade bei sehr außergewöhnlichen Lackkombinationen oder bestimmten Fahrzeugtypen oder gibt verschiedene Fehlerquellen. Da sind die gestartet und mittlerweile haben die das ausgeweitet wirklich auf den gesamten Fertigungsprozess der Fahrzeuge und auch die Logistik, die davor und danach stattfindet. Also einerseits wie die Waren, gerade aktuell mit den Supply Chain Krisen, sehr, sehr große Herausforderung, aber natürlich dann auch die Auslieferung an den Kunden, das pünktlich zu machen. Wir wissen alle, gibt sehr, sehr lange Wartezeiten. Und das ist eine klassische Anwendung von Zelonis, wirklich in der Lieferkette von einem großen produzierenden Unternehmen, wo das eingesetzt wird. Und da haben wir über 800 Kunden, die beispielsweise diesen Anwendungsfall machen, wie es jetzt wie BMW das einsetzt. Und da ging es von einer kleinen Nutzung, wirklich in einem Bereich, mittlerweile so weit, dass fast 80% aller gefertigten Fahrzeuge da auch Prozesse durchlaufen, wo Zelonis entsprechend das optimiert. Ja, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, wenn man mal in den Mittelstand geht, ist die Firma Schuckert Elektronik. Das ist ein Elektronikfachhändler, kein
DAX-Unternehmen ist mit ca. 200 Mitarbeitern. Und die haben natürlich gerade die Herausforderung, dass diese On-Time-Delivery unglaublich wichtig ist. Also sie bestellen dort beispielsweise Bauteile, wenn sie ein produzierendes Unternehmen sind, in Widerstand oder eine andere Art von Komponente, die sie einbauen. Und Schuckert Elektronik hat es geschafft, die ganzen Lagerhausprozesse, also sowohl von der Anlieferung, dann eigentlich die im Lagerhaus selbst, aber dann die Auslieferung und den Kundenservice mit Celonis zu optimieren. Und was die damit anbieten, ist diesem ganzen Umfeld von das ist gerade in der Rhein-Main-Region, mittlerweile eine On-Time-Delivery. Also wirklich eine tolle Möglichkeit oder Kundenreferenz, wo die es geschafft haben, eigentlich signifikantes Kundenleistungsportfolio zu verbessern. Und das hilft natürlich auch für eine Differenzierung, gerade auch gegen große Wettbewerber wie Amazon oder Ähnliches. Wenn Sie jetzt eine große Maschine fertigen und fehlt ein Bauteil, Sie können das sofort geliefert bekommen, anstatt in ein oder zwei Tagen. Dann ist das natürlich auch was, was denn jemand wie Schuckert Elektronik differenziert. Das ist eigentlich das Tolle. Sie können das nahezu überall anwenden. Prozesse sind eigentlich die Grundlage eigentlich des Unternehmens, wie es arbeitet und wie es ihren Service erzeugt, welche Marge, was man dem Kunden anbieten kann. Und das ist das, was uns eigentlich wirklich so antreibt, dass wir dann den Kunden in verschiedensten Bereichen helfen können. Wie komme ich eigentlich als Unternehmen zu Ihnen? Also ich habe das, meinetwegen, man hört jetzt davon und will das auch analysieren. Kommen dann Leute von Ihnen wirklich so vor Ort und schauen sich das an und installieren da irgendwas? Oder läuft das komplett remote ab und wo ich mir einfach was downloade? Also wie können Sie das mal so plastisch erklären, was so ein normales Onboarding ist? Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also mittlerweile haben wir natürlich, aber das ganz Klassische ist, ein Kunde kommt mit uns in Kontakt. Und wir stellen ihm natürlich vor, wo gibt's die Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel in der Produktion oder im Kundenservice. Und dann werden die Systeme angebunden und wirklich auch visualisiert, wie der echte Geschäftsprozess abläuft. Und da plant man die entsprechenden Rollout. Es geht mittlerweile sehr, sehr schnell, in sehr, sehr kurzer Zeit, dass man das Ganze mit anbinden kann. Gleichzeitig bieten wir aber uns auf der Webseite an, dass Sie zum Beispiel mit unserer Snap-Lösung das direkt testen können. Wir haben sehr viele Partnerunternehmen, die auch Pilotprojekte anbinden können. Also das Schöne ist eigentlich, die Technologie, obwohl sie eigentlich technisch komplex ist, ist mittlerweile so simplifiziert, dass Kunden sehr schnell das testen können zum Einsatz und wirklich dann normalerweise fängt man vielleicht mit ein, zwei Anwendungsfällen an und über Zeit baut dann die Nutzung über das Unternehmen aus, wenn man sieht, man hat da entsprechende Erfolge und die Mitarbeiter haben das auch in die Arbeitsweise entsprechend integriert. Zwei häufige Probleme, hast du einmal gesagt, sind die sogenannten Hey Joe-Anfragen oder die Ping-Pong-Tickets. Was verbirgt sich denn dahinter? Es gibt ja in den verschiedensten Prozessdomänen solches Jargon. Das kommt aus dem Bereich der IT-Service. Und Ping-Pong hat jeder sicherlich schon mal erlebt, wenn Sie in der Warteschlange sind. Sie werden immer wieder von verschiedenen Teams hin und her geroutet. Da heißt es ja, Sie müssen zur Sachbearbeitung A, dann zur Sachbearbeitung B. Und das verursacht natürlich unglaubliche Extraaufwände. Ich war gerade diese Woche bei einem Kunden. Die haben ungefähr 100.000 Vorfälle. Und davon werden 2.000 mehr sechsmal hin und her geleitet. Das deutet oft auf unklare Zuständigkeiten hin, schlechte Abstimmung entsprechend. Das ist natürlich katastrophal für die Kundenzufriedenheit. Das ist ein Ping-Pong-Ticket. Und Hey Joe, kennt jeder vielleicht auch, ist, wenn der Prozess umgangen wird, wenn Sie den Joe, das kennen Sie aus der Mittagspause oder aus anderen Bereichen, ansprechen und dann einfach in der Mitte des Ablaufs Sie zum Beispiel die ersten zwei Schritte überspringen, was dann oft natürlich zu katastrophalen Folgen hat, weil beispielsweise die Vorarbeiten nicht erledigt wurden. Das nennt man Hey Joe Ticket, ist ein Problem vor allem im IT-Service, aber in vielen anderen Case-Bearbeitungen, wenn eigentlich der Prozess gestört wird. Und wenn man sowas identifizieren kann und dann auch den Weg findet, das Hey Joe Ticket wieder richtig einzurufen. Ach so, ich greife mir den in der Kantine und sage, löst mir das mal bitte, um sozusagen ein bisschen schneller Dinge zu beschleunigen. Genau. Deshalb nennt man das den Hey Joe und kommt eigentlich in sehr, sehr vielen Geschäftsprozessen vor, dass dann quasi das von der Seite oder zwischendrin mit reinkommt. Und dann ist natürlich die Frage, wie können Sie das einerseits vermeiden oder solche Tickets oder Vorgänge dann wieder richtig einrouten? Ich fürchte, dass ich das auch ab und zu mache, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich irgendwie versuche, Prozesse zu umgehen. Aber jetzt nochmal so ein bisschen konkret gefragt oder vielleicht vorab noch was. Sie haben immer gesagt, Sie sind bei den Kunden. Sie sind auch als Mitgründer offenbar immer noch draußen bei Kunden mit im Feld. Also Sie machen da, sitzen jetzt nicht in München und machen Strategie.
Nein, ich glaube, man muss beides machen. Aber das ist ja, einerseits ist super spannend und man lernt natürlich auch unglaublich viel. Also ich mache sehr viele, ich hatte letztes Jahr fast 200 Kundentermine. Und das sind natürlich verschiedene Dinge. Einerseits natürlich große Bestandskunden zu begleiten, wirklich in den Projekten, wenn es dann auch Steering Committees gibt, aber wirklich mit Neukunden zu sprechen, weil wir bauen ja ständig die Technologie weiter und auch als Organisation einerseits, was macht unsere Software, wie arbeiten wir da zusammen, wie arbeiten wir mit Partnern. Man muss natürlich ja die Strategie machen. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Kombination einerseits, weil Spaß macht, aber vor allem, weil man damit einfach ein besseres Unternehmen und Technologie entsprechend aufbaut. Ihr habt ja in den USA auch viele große Kunden, Johnson & Johnson, Wells Fargo, Hewlett-Packard, Dell oder Mars. Das sind ja wirklich die großen Namen der Welt. Wie wichtig ist der ausländische Markt für euch? Also was der Lohn ist wirklich auszeichnet, wir sind ja weltweit der Marktführer. Die USA sind der größte Softwaremarkt der Welt. Das heißt, der ist sehr wichtig für uns. Also wir haben eigentlich fast vier Hauptmärkte, in denen wir aktiv sind. Die USA, Deutschland, Österreich, Schweiz ist eigentlich immer noch der größte Markt und da sind die Kunden am weitesten fortgeschritten. Super spannend, gerade für die technologische Entwicklung, auch unser Heimatmarkt, weil seit Gründung intensiv aktiv sind. Und dann in den führenden Ländern in Europa wirklich die Leading Brands, die unsere Technologie im Einsatz haben, jetzt gerade in Italien zum Beispiel Unternehmen wie Campari oder die Poste Italiana oder ähnliches, das einsetzen, mit denen da zu arbeiten und immer mehr, vorher kurz darüber gesprochen, natürlich auch in Asien, bin jetzt nächste Woche in Japan unterwegs mit Unternehmen da, die haben auch einen unglaublichen Fokus auf die Prozessoptimierung. Das heißt, wir müssen da eigentlich alle Bereiche abdecken, damit wir die Kunden wirklich weltweit versorgen. Und die Japaner, ist da ein Unternehmen auf Sie zugekommen? Also hatten die von Ihnen gehört oder hat man sich auf einer Konferenz getroffen oder wie kam das? Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Und zwar, vor circa 3 Jahren hat mich ein Professor aus Japan kontaktiert, der sich schon länger mit Celonis beschäftigt hat. Wir haben eine sehr, sehr aktive Academic Alliance und hat mich angesprochen, dass er nach München kommen will, weil er einfach sieht, Japan hat diesen enormen Bedarf nach Produktivität. Wir haben eine sehr große demografische Herausforderung. Die Bevölkerung quasi schwindet und auch die Produktivität nimmt auf. Und das ist wirklich eine Aufgabe. Und habe mich dann davon überzeugt, dass wir Celonis auch in Japan brauchen. Hat mir da auch geholfen, die ersten Mitarbeiter zu finden. Und mittlerweile haben wir da eine sehr, sehr aktive Kundenbasis. Wir machen unsere Celonis World Tour. Das ist unsere Konferenzserie. Haben wir über 550 Teilnehmer, die da in Tokio waren, um das mit umzusetzen. Und es passt, glaube ich, sehr gut, wirklich zu diesem Prozessoptimierungs-Mindset, das mit zu nutzen, mit technologischer Exzellenz. Und seitdem sind wir dann auch in Japan aktiv. Aber so geht's manchmal. Und ich glaube, da muss man als Unternehmer offen sein so für solche Anregungen und die dann auch umsetzen. Das heißt, ich muss gar nicht so große Angst vor dem demografischen Wandel haben, weil Celonis wird das auch für Deutschland lösen, weil sie machen uns immer produktiver und effektiver. Zumindest helfen wir mit. Ich würde jetzt nicht für uns in Anspruch nehmen, dass wir das alleine machen. Aber natürlich, diese Steigerung der Produktivität ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Gerade im Bereich öffentlicher Sektor, dass Celonis immer mehr genutzt wird. Da stellen sich die Unternehmen und Ministerien darauf ein, dass die in 15, 20 Jahren vielleicht nur noch 80% der Belegschaft zur Verfügung haben, weil einfach weniger Menschen insgesamt im Land leben und die damit arbeiten und das umzusetzen. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Herausforderung. Könnten Sie mal an die Bauämter gehen in Deutschland? Könnte man auch. Also mir ist noch kein Anwendungsfall bekannt, aber wenn Sie einen Kontakt haben, spreche ich gerne mit Ihnen. Ich überlege nur gerade, wir wollen ja diese berühmte Deutschlandgeschwindigkeit haben, der unser Kanzler immer ausruft. Wir kriegen das noch nicht so hin, aber wir wollen ja alle Genehmigungen so beschleunigen, Feststellungsverfahren. Könnten Sie da tatsächlich helfen, also der öffentlichen Hand? Klar, also das ist ja eine Kernanwendung bei uns. Das ist ja eigentlich ein klassischer Genehmigungsprozess. Ich war jetzt vor kurzem zum Beispiel, um wirklich ein ganz konkretes Beispiel, das ist nicht in Deutschland, aber ich war vor einigen Wochen in Amsterdam auf unserer World Tour und da haben Kollegen gesprochen vom niederländischen Justizministerium, die sind verantwortlich für den Asyl-Immigrationsprozess. Und die nutzen Celonis, weil die haben eine große Herausforderung. Die haben haben 70.000 Anfragen im Jahr und aber nur eine Kapazität für ungefähr 25.000. Und suchen wirklich einen Weg damit, einfach die möglichst viele Anträge möglichst schnell und effizient zu bearbeiten. War ein toller Vortrag, den die Kollegen da aus einer der Keynotes gegeben haben. Das ist konkret so eine Anwendung, die man damit nutzen kann. Und deshalb ist gerade der Bereich des öffentlichen Sektors auch was, wo wir stark investieren und wo die Nutzung eigentlich, glaube ich, sehr, sehr spannend sein kann.
ist noch nicht so stark. Aber das Innenministerium hat sich noch nicht bei Ihnen gemeldet. Bisher noch nicht, aber wenn jemand zuhört, dann gut, gerne. Die hören eigentlich immer zu bei diesem Podcast. vielleicht meldet sich dann Herr Habeck mal oder Frau Nancy Faeser, die Innenministerin. Ja. Und wer sind eigentlich die großen Konkurrenten, welche Player? Sind das andere Startups, sind das Unternehmen aus einer Region oder sind es auch die großen Tech-Unternehmen, die versuchen, in dieses Geschäft reinzudringen? Unser größter Konkurrent ist eigentlich, die Dinge so zu tun, wie man es bisher gemacht hat, klassische Consulting-Optimierungsprojekte, weil wir natürlich in der Situation sind, wo wir eine neue Kategorie etabliert haben, um das umzusetzen. Das heißt, es gibt einige andere Anbieter, können wir schauen, die beispielsweise Process Mining Software anbieten, beispielsweise die Firma Fluxicorn oder MyInvenio, die von IBM aufgekauft wurden in dem Bereich. Aber der Markt ist so groß, dass eigentlich die größte Herausforderung ist, dass immer noch sehr viele Unternehmen und Entscheider die Technologie noch nicht kennen. Das sehen wir aus unserer Aufgabe. Dieses Jahr war eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, und zwar Gartner, das ist die führende Analystenfirma im Bereich IT. Was die machen ist für, die haben sogenannte Magic Quadrants. Das sind für die aller wichtigsten Kategorien, also die meisten Umsatz, die meisten Installationen haben. Es gibt ja tausende von Softwarekategorien, aber es gibt nur ungefähr 60, für die es eine Magic Quadrant gibt. Also zum Beispiel für ERP-Systeme wie SAP oder CRM-Systeme wie Salesforce. Und seit April gibt es auch einen für Process Mining. Celonis ist da ist der Marktführer. Und das macht es ja wirklich stolz. Und da sehen wir auch, dass mit dem Bereich natürlich dann auch mehr Aufmerksamkeit kommt. Aber deshalb ist unsere Herausforderung eigentlich nicht Wettbewerb, sondern wirklich eigentlich immer noch die Evangelisierung und die Unternehmen darauf aufmerksam machen, welches Potenzial man da umsetzen kann. Und wie viel Kaufangebote bekommt ihr so? Also wir haben eine sehr, sehr langfristige Vision, weil wir einfach glauben, wir können da tolles Technologieunternehmen aufbauen, das einfach vielen Unternehmen helfen kann. Da gibt es immer wieder natürlich auch Interessenten oder Bereiche, aber das ist für uns eigentlich nicht relevant, weil wir denken, wir können den meisten Nutzen für die Kunden wirklich erzielen, wenn wir unabhängig bleiben und eigentlich alle Datenquellen, alle Bereiche da ja, ohne unabhängig analysieren. Wir nennen das immer so die Schweiz des Process Minings. Was, die Schweiz des Process Mining? Ja, von der Unabhängigkeit. Ja, das ist ein schöner Vergleich, aber setzt Sie eigentlich dieser Vergleich mit SAP unter Druck, also das nächste SAP aufzubauen, wenn es dann so geschrieben wird? Oder sagen Sie, sollen die halt schreiben, die Journalisten, was sie wollen? Also zuerst, ich glaube, die SAP ist ja wirklich sehr, sehr toll und beeindruckendes Unternehmen und wir würden auf keinen Fall uns da vergleichen, das mitzumachen. Natürlich werden verschiedene Dinge geschaffen, aber da haben wir noch viel zu tun, das aufzubauen. Ich glaube, wir sind da voll darauf fokussiert, jeden Tag unsere Kunden erfolgreich zu machen, das auszubauen und dann muss man schauen, wo es sich entwickelt. Der Markt und das Potenzial gibt es her, aber da gibt es noch sehr, sehr viel Arbeit, das umzusetzen. Deshalb ist nichts, was ich sage, aber natürlich gibt es griffige Überschriften, die man da teilweise dazu schreiben kann. Es gibt eine große Debatte um künstliche Intelligenz, so seit einem halben Jahr. ChatGPT hat ja die Welt elektrisiert. Wenn Sie darauf schauen, und wir fragen uns ja immer noch so, wie gefährlich ist das? Was können wir damit anfangen? Wie können wir es tatsächlich nutzen? Wie schauen Sie auf diese Debatte? Wie viel Hype ist da drin? Wie viel Angst ist gerechtfertigt? Also das verfolgen Sie ja bestimmt sehr eng. Ja, nein, also zum Ersten, es ist natürlich, wir beschäftigen uns ja beim Process Mining wirklich mit einer angewendeten Machine Learning oder beide sind ja auch AI-Technologie jetzt seit 12 Jahren. Und ich glaube, es ist wirklich spannend zu sehen, wie ChatGPT es geschafft hat, mit so einem greifbaren Anwendungsfall wirklich das Potenzial der Technologie darzustellen. Und das hat natürlich viele Auswirkungen, wird viele Dinge das auch revolutionisieren, gerade alles, wo mit Texten gearbeitet wird, das aufzusetzen. Das heißt, ich glaube, man muss das sehr ernst nehmen. Das ist auch sehr spannend in dem Bereich. Ich glaube, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir wirklich das in die richtigen Rahmenbedingungen lenken, dass man das positiv auch mitnutzt, nicht überreguliert, aber es gibt ja Gefahren, die sich daraus ergeben. Für uns als Unternehmen, als Celonis, ist es sehr positiv, weil einfach sehr viel Aufmerksamkeit reinkommt, einerseits von Kunden, von Investoren und auch wir natürlich die Technologie einsetzen. Also wir haben Artificial Intelligence einerseits in unseren Datenmodellen, um die anzureichern, also beispielsweise Vorhersagen zu machen, zu Liefertreue, zu ähnlichen Dingen. Wir haben jetzt auch seit unserer World Tour ein eigenes Interface, das ist wirklich cool. Kann man sich mal anschauen, wo man einfach den Prozess auch wirklich einfach mit dem Prompt befragen kann. Also zum Beispiel zeigen Sie mir die Top, warum läuft mein Prozess schlecht? Warum liefere ich zu langsam in Arizona aus? Und dann aus dieser sprachlichen Anforderung wirklich direkt eigentlich das Ergebnis. Ich muss gar nicht mehr in die Analyse einsteigen. Mittelfristig ist natürlich das super, super Spannende eigentlich wirklich diese Daten, die aufgebaut werden. Weil ChatGPT ist sehr erfolgreich,
weil damit die Texte analysiert werden können, aber das ist ja vor allem ja im Textbereich. Der Großteil der Unternehmen und Prozessdaten sind unstrukturiert und wirklich da eine Möglichkeit schaffen, das umzusetzen. Also ich glaube, man muss die Diskussion sehr ernst nehmen. Für uns als Unternehmen ist eine große Chance und jetzt für die Gesellschaft ist, glaube ich, über die nächsten 12, 18 Monate, wie wir damit umgehen, wie wir das embedden. Man kann es nicht mehr aus der Welt schaffen und ich glaube, deshalb müssen wir alles dran setzen, das möglichst positiv aufzusetzen oder langfristig zu nutzen. Es fing ja mit einzelnen Prozessen an, die Sie unter die Lupe genommen haben. Dann gibt es jetzt dieses Process Sphere. Da kann man verschiedene Geschäftsprozesse und ihre Wechselwirkungen aufeinander darstellen. Was ist eigentlich so das nächste Ding, an dem Sie gerade feilen? Also wo wollen Sie hin jetzt mit Ihrem Unternehmen? Ja, aktuell ist es super spannend. Also ich habe ja schon das Privileg, dass ich schon mehrere solcher Technologiegenerationswechsel gesehen habe und was die bringen können. Einerseits natürlich, als wir erstmal Prosmaning massentauglich gemacht haben, also das dann in die Cloud gebracht haben, das Execution Management System. Und was wir gerade umgesetzt haben und jetzt auch bei unserer World Tour vor einigen Wochen dem Markt vorgestellt haben, ist das sogenannte Object-Centric Process Mining. Klingt abstrakt, aber worum es hier geht, ist, bisher ist Process Mining immer Datenmodell Prozess pro Prozess auf den Kunden zugeschnitten. Und jetzt hat die Forschung sich schon seit mehreren Jahren damit beschäftigt, dass das zwar gut ist, aber sie teilweise Abstraktionen verlieren. Und gerade wenn man tief in die Analyse geht, muss man eigentlich mehrere Geschäftsprozesse parallel analysieren. Also wenn Sie zum Beispiel mit einem Kunden arbeiten, dann gibt es den Kunden selbst, dann betroffene Produkt, der Mitarbeiter, der Lieferant. Mit Object-Centric Process Mining erzeugen wir quasi so eine perfekte Kopie der Realität. Und das ist ein ganz neues Datenmodell, ist technisch extrem komplex. Wir haben das jetzt umgesetzt das ermöglicht den Kunden einfach ganz neue Anwendungsfälle zu erschließen. Also beispielsweise vorher konnte man, wenn man jetzt eine Produktmargenanalyse machen konnte, konnte man nur für ein einzelnes Material das anschauen. Jetzt haben wir die Daten, die alle zu dem Produkt sind und können eine perfekte Produktmargenanalyse durchführen, was dem Kunden einfach dermal ermöglicht. Und das wird gerade jetzt ausgerollt, viele Kunden installieren das und wir sehen das eigentlich als eigentlich die nächste Generation, wie eigentlich damit gearbeitet wird, eröffnet dann durch diese standardisierten Datenmodelle auch ganz neue weitere Analysen, sei es mit AI, sei es mit Optimierung zwischen Unternehmen, also nicht nur die Prozesse im Unternehmen, sondern auch immer mehr quasi wie Unternehmen miteinander interagieren, also Cross-Company Process Mining, super spannend. Also sowohl im Forschungsbereich als auch in der Anwendung ist, glaube ich, einer der spannendsten Momente und da verbringen wir natürlich jetzt auch sehr viel Zeit damit und da stecken alle unsere Engineering-Kapazitäten in das Thema. Bleibt Celonis in München? Ja, auf jeden Fall. Also München ist für uns super starker Standort, vor allem durch die starke Talentbasis. Also wenn Sie anschauen, über 100.000 Studenten, allein die TU hat über 7.000 Informatikstudenten aktuell immatrikuliert. Dann haben wir natürlich die LMU, die Hochschule München, die Uni der Bundeswehr und eine sehr starke Ankerkundenbasis mit Firmen jetzt wie BMW, Allianz. Also Sie hadern nicht mit dem Standort? Nein, ich hadere nicht mit dem Standort. Wir sind ein globales Technologieunternehmen. Wir müssen überall sein, wo unsere Kunden sind, aber wir werden auf jeden Fall das Talent nutzen und deshalb sind wir da präsent. Aber wir sind natürlich auch, wir sind nicht nur in München, sondern wir sind wirklich weltweit ja mit 25 Standorten über die Welt verteilt. In den USA natürlich mit unserem Hauptstandort in New York, um dort auch die Kunden dann abzudecken. Madrid ist jetzt auch sehr wichtig geworden für uns, wo wir eine sehr gute Talentbasis haben. Aber München ist der Nukleus, auf den wir weiter mit aufbauen. Sind wir jetzt auch gerade sehr stark dabei, in den Standort zu investieren, auch die Gebäude zu erweitern, neues Executive Briefing Center, sehr, sehr spannende Sachen. Also wenn Sie mal in der Gegend sind, können Sie nur gern einladen, das anzuschauen. Wir haben sehr viele Kunden, die wirklich auch zu uns kommen wollen, die Zeit mit den Ingenieuren verbringen wollen. Und deshalb bauen wir da die Räumlichkeiten aus. Wie viele Tage sind Sie so im Monat unterwegs? Das variiert, was immer gerade fest. Jetzt bin ich gerade sehr viel unterwegs wegen der World Tour und ähnliches. Ich würde mal sagen, so die Hälfte des Monats circa. Also wirklich bei Kunden draußen unterwegs an Standorten, vielleicht die Hälfte bis 60%, aber müsste ich mal eine Statistik mal erstellen. Ja, wir haben zum Schluss immer noch ein kleines Ritual, dass der Gast aus der vorherigen Folge eine Frage stellt und das war Daniel Arnold von der Rheinhaus AG, die bauen praktisch eigentlich am Fließband Rheinhäuser für die Deutschen. Und der wollte Folgendes wissen. Ja, mich würde schon interessieren, wie dieses große Thema der Ergebnisse aus Dateneinschätzung, aus Big Data, ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber habe natürlich schon viel darüber gelesen und gehört, wie das unser zukünftiges Leben beeinflusst und das aber auch
in einer, wie soll ich sagen, in einer, zu einer Normalität findet. Weil ich stelle immer nur fest, es wird ganz oft vorausgesagt, was vorstellbar ist. Dass man sich vorstellen kann, dass eben, was auch immer, Autos uns komplett von A nach B autonom bringen und so weiter. Und dann wird gesagt, ja, das wird dann in ein paar Jahren der Fall sein. Sag ich, ja, aber da spielen natürlich noch immer ganz andere und ganz viele Komponenten hinein, die so etwas nicht nur von der technischen Seite ermöglichen müssen, sondern müssen ja rechtliche Seiten, es müssen ja auch psychologische Seite dafür bereit sein. Und das wäre so meine Frage. Was sieht denn Bastian als sozusagen neue Normalität durch die konstruktiv positive Verwendung der Daten für uns als Menschen, als soziale Wesen denn in der Entwicklung? Für mich als Mitgründer wirklich eines Unternehmens wie Zelonis, das sich auf datenbasierte Prozessoptimierung fokussiert, ist meine Antwort ganz klar darauf. Solche Technologie hat das Potenzial, wirklich die Menschen ja von frustrierenden Routinetätigkeiten, Prozessproblemen zu entlasten. Und das ist, glaube ich, auch was wir sehr viel bei unseren Kunden sehen, denen wirklich einfach Freiräume zu schaffen, damit die andere Aufgaben, erfüllende Aufgaben erlegen, umsetzen können. Das heißt, ich sehe das sehr, sehr positiv. Einerseits auf dem Bereich des einzelnen Menschen, aber natürlich auch für die anwendenden Unternehmen und Institutionen, einfach die in die Lage versetzen, solche Veränderungen umzusetzen. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung auch für uns als Technologiehersteller, den Möglichkeiten an die Hand zu geben, diese Veränderungen besser zu umzusetzen. Mit unserer Technologie, Pros meine wirklich, über diese komplexen Abläufe in Übersicht zu bekommen, die zu optimieren und gerade auch für Dinge, die für die Gesellschaft relevant ist. Ein Thema, dem wir zum Beispiel sehr, sehr stark mittlerweile Nachfrage unserer Kunden haben, ist Nachhaltigkeit. Also wie kann zum Beispiel CO2-Emissionen und Ähnliches in Lieferketten reduziert werden können. Man sieht das mal anschaut, rund 2/3 aller weltweit produzierten Lebensmittel werden verderben oder werden weggeworfen aufgrund von Problemen in den Lieferketten. Und es ist eine riesige Menge von Emissionen, die daran geknüpft sind. Wenn man da ansetzen kann, sind das große Hebel. Und das sind genau die Themen, die uns als Zelonauten Spaß machen, wirklich da einen Beitrag zu leisten, das umzusetzen. Also naturgemäß habe ich dann eine sehr positive und optimistische Sicht auf das ganze Thema. Und was wäre deine Frage an Katja Wind? Die ist als Chief Digital Officer Mitglied der Geschäftsleitung bei dem Anlagenbauer SMS. Ja, ja, ich habe eine Frage. Ein Schwerpunkt Ihrer Forschung ist ja wirklich die Planung und Steuerung der Produktion. Ein sehr, sehr spannender Bereich wirklich für die Prozessoptimierung. Und jetzt für Sie als CDO eines produzierenden Unternehmens, wie behalten Sie wirklich in der Praxis den Überblick über die Produktion, über die komplexen Abläufe und gerade vor dem Hinblick der unglaublichen Resilienz, die die Unternehmen aufbauen müssen und den Anforderungen des Markts, gerade im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld? Das klang doch schon ein bisschen fast so nach einem kleinen Eintrittsgespräch, dass Sie da mal vorbeischauen können. Bastian Nobinacher war das, Mitgründer von Zelonis, eines der großen Tech-Hoffnungen Deutschlands und ein Spezialist im Process Mining. Eine sehr spannende Reise, wir werden es weiter begleiten. Danke fürs Kommen und danke für dieses Gespräch. Super, vielen Dank von meiner Seite für den spannenden Austausch, hat wirklich Spaß gemacht. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, haben Sie eine Idee, wen wir unbedingt mal ins Chefgespräch einladen sollen? Dann schreiben Sie uns. Über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Sie erreichen uns wie immer unter chefgespräch@vivo.de. Und wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, lassen Sie gerne auch uns ein paar Sternchen und eine positive Bewertung da. Und schauen Sie auch gerne mal in die Shownotes. Dort gibt es neben den Informationen zu jeder Podcast-Folge für treue Hörer und Hörerinnen des Chefgesprächs ein paar Angebote, damit Sie die Vivo digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können. Danke für Ihre Zeit, ob Sie uns gerade aus dem Auto hören, beim Joggen, Kochen oder einfach nur beim Warten. Wir freuen uns, dass Sie uns zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich grüße Sie ganz herzlich. Machen Sie es gut.